einfach heute Morgen. Also ich habe ganz schön mit meinen inneren Schweinen kämpfen müssen. Gut ist gut, immer dran zu bleiben in seinem Tempo. Trail Run machen. Guten Morgen, liebe Freunde. Ja, ich bin mal wieder am Start. Und was ist heute? Heute ist der Currywurstlauf, bei dem ich mich angemeldet habe. Mein Sohn auch, aber der ist schon fertig. Den habe ich beim 1,5 Kilometer Lauf für Kinder angemeldet. Hat auch super gemacht. Ist auch ganz heiß jetzt drauf und möchte unbedingt nochmal so einen Lauf machen. Und ja, ich hatte mich für 15 Kilometer Walken angemeldet und das mache ich jetzt. Ich muss sagen, es war nicht so einfach heute Morgen. Also ich habe ganz schön mit meinem inneren Schweinehund kämpfen müssen. Erstens mal ist es super kalt. Es ist, ich glaube, minus 1 Grad oder 0. Ja, und dementsprechend war der innere Schweinehund heute ganz laut. Und ich glaube auch, wenn ich den nicht geplant hätte und heute der letzte Tag wäre, wo ich den machen kann, ob ich so rausgegangen wäre, ich glaube eher nicht. Aber jetzt, wo ich draußen bin, ist es schön, es ist ruhig. Keine Menschenseele draußen, obwohl wir schon 10 Uhr haben. Ja, da kämpfen bestimmt auch die inneren Schweinehunde noch. Und ja, ich wusste erst gar nicht so, ja, was ich anziehen sollte. Dickere Jacke, diese Jacke. Aber ich glaube, mit der bin ich ganz gut dabei. Denn, wie man vielleicht auch hört, möchte ich heute schnelleren Schrittes gehen. Und mal schauen, ich denke, also bei der letzten Tour, 7,5 ungefähr, habe ich es geschafft, eine 6er Pace wieder rauszuholen, 6,2. Und ja, ob ich das jetzt auch 15 durchhalten kann, warten wir es mal ab. Aber ich möchte auf jeden Fall auch nicht kriechen. Und da gibt es auch so eine Rangliste und da möchte ich nicht unbedingt letzter sein. Alles andere ist mir eigentlich relativ egal. Ja, genau. Und wir gehen jetzt erstmal ein Stück weiter und dann melde ich mich gleich nochmal. Bis gleich. Sehr leer überall. Gerade ein Mann mit zwei Hunden begegnet, aber ansonsten habe ich die Laufbahn, die Currywurst-Laufbahn für mich mehr oder weniger alleine. Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich laufe, aber da ich dadurch, dass ich eben noch keine 5 Kilometer durchlaufen kann, ist das hinfällig gewesen und dann habe ich mich für eine größere Runde Walken entschieden, um auch im Training zu bleiben für Gladbach, weil ich möchte mich da schon gut drauf vorbereiten, um ja, gut da durchzukommen. Ich meine, es kann immer was passieren, aber ich will mir halt nicht nachsagen, mir selber, da hast du viel zu wenig gemacht dafür und selber schuld, wenn du da jetzt nicht durchkommst, zumal ich das ja jetzt auch schon länger weiß, dass ich daran teilnehme und ja, ich glaube, es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl dann, wenn du über 50 Kilometer gegangen bist. 30 ist auch immer wunderschön, wenn man es geschafft hat, gerade so die ersten zwei Male. Aber wie wir Menschen sind, brauchen wir dann mal wieder neue Herausforderungen. Und ja, da werde ich dann natürlich nicht dieses Tempo gehen. Wir werden ja mit einigen zusammen wahrscheinlich dann den Marsch machen. Und dann auch je nachdem, wie schnell der ein oder andere ist, ja, vielleicht zusammenbleiben oder auch nicht. Das ist ja dann auch egal. Es ist ja sowieso eine Riesenherde immer, die daran teilnimmt. Und ja, zum Ruhrgebiet hatte ich erst gesagt, dass ich da wahrscheinlich nicht kann. Die Lage sieht wieder anders aus. Ich kann da wahrscheinlich auch dran teilnehmen. Ich bin noch am Hin und Her überlegen, ob ich beim Ruhrgebiet dann mal für mich gehe. So mein Tempo so. Also wenn ich so jetzt die letzten Märsche
Revue passiere, hätte ich zum Beispiel bei den Pausen nicht so lange Pause gemacht, dann wäre ich schneller wieder rausgegangen. War für die Läufe überhaupt kein Thema und so. Aber ich habe überlegt, ob ich für mich in meinem Tempo meine Pausen halt mal so planen kann, wie ich das möchte. Und mal halt so keine Rücksicht nehmen muss, was man ja im Zweifel sowieso macht. Ob man jetzt langsam oder schnell geht. Man guckt ja immer so ein bisschen, wie der andere drauf ist. Und ja, und das will ich dann überlegen, ob ich das mal probiere. Vielleicht dann sogar auf die 55. Ja, mal schauen, wie überhaupt Gladbach geht. Und beim Ruhrgebiet kann man sich ja dann zum Glück danach immer noch ein bisschen anmelden. Na toll, erstmal verlaufen wieder, eine Straße rein verpasst zu gehen, musste ich wieder zurück, weil es da keine Verbindung gab zu diesem Weg hier mehr. Aber zurück, naja, egal. Ja, also wie gesagt, was ich heute Morgen festgestellt habe, ist, der innere Schweinehund meldet sich dann ganz gerne. Manchmal erliegt man ihm, aber ich versuche ihm, weil der sich nach meiner großen langen Sportpause auch wirklich eingeschlichen hat. Also vorher hatte ich das eigentlich so, also beim Krafttraining gar nicht mehr, dass sich da irgendein Schweinehund gemeldet hat. Sondern ich habe das einfach gemacht, weil es einfach, ja, irgendwann wird es halt zur Routine, ne? Also zur Regelmäßigkeit. Und dann, ja, ist der Schweinehund das eben gewohnt und meckert nicht mehr, ne? Und sobald man dann seine, ja, Training steigert, einen Tag mehr dazu nimmt oder wie heute 15 Kilometer bei Minusgraden, was man nicht gewohnt ist die letzten Wochen, dann ja, meldet er sich auch bei mir und dann muss ich einfach ganz klar versuchen, ihn auszublenden, also wirklich wegschieben und einfach machen oder wirklich, wenn er kommt, schon Sachen anziehen, Klamotten packen für irgendwas, für Studio oder so und einfach raus. Und wenn man dann da ist, ist es dann eh zu spät für den Schweinehund, weil da macht man es dann einfach. Ja, genauso wie heute. Also jetzt bin ich draußen. Ich denke zwar auch noch ab und zu jetzt, so viele Kilometer noch, keine Lust mehr. Aber jetzt zieh es natürlich durch, weil ich habe die Medaille schon zu Hause. Also kann ich ja jetzt nicht sagen, hier mache ich nicht. Das wäre ja dann auch irgendwie Selbstbetrug. Und nee, das machen wir nicht. Und ja, genau. So mache ich das ein bisschen mit dem Schweinehund. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch eine Idee, ja, den so ein bisschen zu bezwingen, sag ich mal. Ja, wir sind jetzt bei Kilometer 8 ungefähr und ja, ich kann das Tempo noch ganz gut halten. Hätte ich ja niemals gedacht, dass das so lange geht, aber sehr zufrieden. Und ja, wir befinden uns jetzt hier im Wald, auch mal schöne Abwechslung zu gerade. Und ja, viele fragen sich vielleicht von euch, was das überhaupt ist, so Currywurst. ja, ich bin durch die liebe Evelyn, schöne Grüße, draufgekommen. Sie hatte das in ihrem Status bei Instagram. Und also ich bin, glaube ich, auch schon mal bei laufweiter.de gelaufen. Die sind ja, glaube ich, angefangen, oder ich weiß nicht, ob es ja schon eher gab, zu Corona-Zeiten mit Läufen für zu Hause. Ja, dass man so ein bisschen das Wettkampf-Feeling hat. Dann wird es ja auch eine Liste geben, auf welchem Platz man gelandet ist. Und kriegt halt die Medaille nach Hause geschickt. Und die lassen sich da wirklich sehr, sehr lustige Läufe und Walking-Dinger einfallen.
Jetzt sind, glaube ich, noch so Adventsläufe und Nikolauslauf und Weihnachtslauf und ich glaube Faultierlauf oder so, sowas in der Art. Und ich finde, sowas ist immer eine Motivation, auch rauszugehen. Also, wie gesagt, wäre der Currywurstlauf nicht heute dringend nötig gewesen, weil morgen schon vorbei ist, die Tage, wo man laufen kann, wäre ich vermutlich heute nicht oder nicht so lange draußen gewesen. Also, ich glaube nicht, dass ich von alleine 15 Kilometer gemacht hätte. Und es ist auch ein Anreiz, es macht irgendwie Spaß. Die Medaillen sind super niedlich und ja, mein Sohn habe ich ja auch angemeldet. Da gibt es auch Kinderläufe und ja, der ist total begeistert und will jetzt auch auf jeden Fall diesen Weihnachtslauf mit mir mitmachen. Also, wir machen wahrscheinlich wieder getrennt, er den Kinderlauf und ich. Keine Ahnung, vielleicht kann ich mich ja schon wieder für 5 Kilometer Lauf anmelden, je nachdem, wie das jetzt so weitergeht. Und ansonsten machen wir dann wieder 15 Kilometer Walk oder vielleicht auch 20, schauen wir mal. Oder 10. Also da kann man sich wirklich schöne Sachen bei aussuchen. Ich werde das mal unten im Video verlinken, wenn jemand Interesse hat, sich dort auch mal anzumelden. Ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Sache, finde ich. Ja, und falls der Gedanke kommt, man muss das ja heute immer sagen in den Videos, ich kriege keine Provisionszahlung von laufalter.de. Also das ist einfach für mich jetzt eine Empfehlung für euch. Also das ist kein, also ich bekomme da keine 10% bei einer Anmeldung oder so. Wäre natürlich nicht schlecht, aber dem ist nicht so. Also weiter geht's, kurz vor 10 Kilometer. Ja, liebe Freunde, was mir gerade noch wieder eingefallen ist, dass ich ja auch noch den 500er Abonnentenfilm machen wollte. Der kommt auf jeden Fall. Ich habe halt noch so Überlegungen im Kopf gehabt, wie ich das am besten anstelle. Ich will den da auch nicht einfach so hinklatschen. Ja, aber also ich schätze mal, dass der als nächstes kommen wird. Ich hoffe, dass ich jetzt demnächst nochmal so eine gemütliche, schöne Runde machen kann. Ja, ein bisschen weiter weg. Und dann werde ich das dann so ein bisschen mit einbauen. Ja, und dann wird es den dann auch geben. Ja, und ich hatte jetzt letztens den Film von Dirk und Boris geguckt. Der war auch super interessant, wie die da übernachtet haben. Ich habe dann ja mal gleich Kopfkino, weil die ja gesagt haben, dass sie so auf dem Abhang waren, wie die beiden so ein Wettrennen da runter machen in ihren Schlafsäcken. Wer als erstes runterkommt, so wie so ein Einerbock. Ja, da geht manchmal die Fantasie bei mir durch. Naja, jedenfalls habe ich so überlegt, ob ich das auch mal so machen würde. Also bei der Kälte glaube ich eher nicht. Ja, vielleicht Richtung Frühling, Sommer könnte ich mir das tatsächlich auch mal vorstellen. Aber dann halt auch mit mehreren, ne? Oder mit einer Person zusammen. Also alleine, nee, lieber nicht. Da gehe ich dann lieber doch in eine Pension, wenn ich irgendwo eine Pause brauche über Nacht. Ja, genau. Und der Witz ist, wir sind ein bisschen holprig und ja, ein Stück haben wir noch, ich schätze so 5 Kilometer, und aber das Wetter entschädigt, die Ruhe entschädigt, auch wenn man natürlich bei so schnellem Gehen das nicht so genießen kann. Das ist ja so mehr ein bisschen hetzen, anstatt in Ruhe gehen und gucken und so. Ja, aber das muss auch mal sein und ja, ich bin sehr zufrieden gerade. Schönes Tier. Schöne Tiere. Hallo. So, wir sind jetzt bei Kilometer 12. Ich muss jetzt gleich mal gucken, ob ich es schon geschafft habe. Mit, ja, unter 2 Stunden.
Dann hätte ich den 6er Schnitt gut beibehalten. Habe dann noch 3 Kilometer und muss sagen, top. Also ich bin richtig begeistert, was mein Körper gerade wieder schafft. Und ich hatte jetzt gerade Kopfhörer drin. Kam ein neues Video quasi als Hörbuch ab und zu mal raufgeguckt, aber man kann das gar nicht so lange festhalten, das Handy, weil die Finger total einfrieren bei der Kälte. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich krieg bei so langen Wanderungen immer voll die Wurstfinger. Das ist so eklig. Als wenn ich, keine Ahnung, voll zugelegt hätte und das spannt alles und ekelhaft ist das. Wenn man dann im Auto ist oder so und sich dann die Heizung anmacht, ich finde, das brennt dann und so kribbelt so total, als wenn man gerade so in Schnee gefasst hat oder so. Ja, genau, jetzt ging gerade die Uhr mit 12 Kilometer. Ich habe mich gerade ein bisschen geärgert, weil ich meine Kopfhörer zu Hause aufgeladen habe und ja, das überhaupt nichts gebracht hat. Bis gleich. So, noch 1 Kilometer, meine Lieben, dann haben wir es geschafft. Ja, ich wollte mich erst im Ziel melden. Also, das Ziel gibt es ja nicht, aber jetzt habe ich gedacht, melde ich mich nochmal. Und ja, ich könnte sogar noch eine Portion drauflegen an Geschwindigkeit. Also habe ich jetzt auch. Jetzt will ich es nochmal wissen. Ja, es geht mir gut. Ich könnte auch noch 5 Kilometer weiterlaufen. So, wir haben es geschafft. 15 Kilometer in 2 Stunden und 22 Minuten. Durchschnittstempo ist 19,9. Doppelpunkt 30 km/h. Ne? Heißt das ja. Ich muss gleich mal gucken, die Pace. Das ist immer so ein bisschen schwierig umzurechnen. Aber ich schätze, dass die so bei 6,1 ungefähr im Durchschnitt liegt. Und ja, ich bin mega zufrieden. Ich habe jetzt gerade, wie man vielleicht hört, nochmal bisher ein paar Reserven rausgeholt. Das finde ich auch immer sehr angenehm, wenn man am Ziel nicht ganz so im Eimer ist und noch so ein paar Reserven vorher rausholen kann. Deswegen. Also war eine sehr schöne Runde und ja, ich melde mich gleich nochmal. Vielleicht ein kleines Resümee bei einer leckeren Currywurst. Ein Currywurstlauf ohne Currywurst geht natürlich nicht. Bis gleich. So, liebe Freunde, ich bin dann auch wieder zu Hause. Wir haben aber zwar schon den nächsten Tag. Unsere Bude hatte am Sonntag zu und deswegen habe ich mir heute die verdiente Currywurst geholt. Denn zu einem Currywurstlauf braucht man auch eine Currywurst. Und die lasse ich mir jetzt schmecken. Und ich blende euch nochmal hier die Zeit an, die ich geschafft habe. Also unfassbar, ich habe alle Runden über 6 halten können, das hätte ich am Anfang niemals gedacht und teilweise sogar 6,5, 6,4, also richtig klasse gelaufen gestern. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten. Tschüss.